Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Games with Gold Titel namens Crimes and Punishment Sherlock Holmes. Das wird, wie der Name wahrscheinlich schon verrät, ein Puzzle-Rätselspiel sein, wo es darum geht, Fälle aufzulösen, und wir werden Sherlock Holmes sein, der anscheinend gerne Schach spielt. Oder sind wir Watson? Wer weiß, wer weiß. Ich würde sagen, wir fackeln einfach mal gar nicht lang rum, sondern ballern gleich mal das Spiel ins Gesicht. Namzi, Debce und Scotty. In Gedenken an die himmlischen 100 der Ukraine. Frog Wears Presents. Crimes and Punishment, Sherlock Holmes. Staring. Sherlock Holmes, wer hätte das gedacht? Dr. John Watson. Inspector G. Lestrade. Mrs. Hudson. Mycroft Holmes. Wiggins and the BSI. Was für ein geiles Intro. Da kriege ich ja direkt harte Nippel. Der schwarze Peter. Manche Beweise erfordern weitere Untersuchungen. Sie sind im Notizbuch mit speziellen Symbolen gekennzeichnet. Aha. Das ist allerdings ziemlich interessant. Eigentlich nicht, aber... Ich muss ehrlich auch zugeben, dass ich die Spiele nicht gut kenne. Deswegen... wollte ich es euch mal ein bisschen rüberbringen, weil ich bin hundertprozentig nicht der Einzige, weil wer spielt denn schon oft und regelmäßig Rätsel- und Puzzlespiele? Eigentlich relativ wenige. Deswegen sind wir hier und wir drücken jetzt mal auf Fortfahren. Okay, mit L bewegt man sich. Sofort in Deckung gehen. Wir haben bloß diese eine Möglichkeit. Okay. Dann zum Sofa. Holmes, will you stop that? Und zum Tisch. Wieder keine Möglichkeit, außer zu Onkel Sherlock gehen. Der einfach mal in der Bude rumballert. Wieso denn auch nicht? Stop, Holmes! Is that you, Watson? Yes, of course it is. And you almost killed me. Nonsense. I was aiming for the vases. Blindfolded? Watson, quiet please. I'm trying to concentrate. Sicherer Gang. Klappernde Handschellen. Polizist. 9. Stufe ausgelassen. Inspector Lestrade. Ah, Lestrade. What is it this time? Lestrade. Well, here it is. And it's a good one, Mr. Holmes. A gentleman by the name of Peter Carey, also known as Black Peter, has been murdered. A sailor, most probably. What happened here? Oh, Mr. Holmes, how could you? It's the only exercise I've had all week. A grateful client from Limoges sent me a vase collection this morning.
I couldn't think of a better use for it. You're out of your mind. I missed 4 out of 10. Given you were blindfolded, that was very good. Can I have a try? Am I the only sane one here? I suppose that Watson is right, Inspector. A little brain work would be preferable now. Do please tell us more about Black Peter. Peter Carey, born in 1845 and 50 years old. An ambitious sort, he achieved much success in seal and whale hunting around Scandinavia. Retired in 1884 with a small fortune. He invested his money in a property called Woodman's Lee, near Forest Row in Sussex. It was where he lived for 6 years, and where he was found dead yesterday. Has the investigation already begun? Yes and no. In fact, this crime is so mysterious that I would prefer you to join me down there. Give me 30 minutes to prepare, Inspector. Take your time and join me there. I have to go through the yard first. The merry men struck again. What have they done this time? They robbed a powder reserve. I'll meet you at Woodman's Lee, Mr. Holmes. I should help Mrs. Hudson here. I also have several appointments that I must keep this afternoon. I shall go alone then. So, öffnen Sie mit X Ihr Notizbuch und erhalten Sie einen Überblick über den Stand der Ermittlungen, Aufgabe, Beweise und so weiter. So, Beweise. Peter Carey, auch bekannt unter dem Namen Schwarzer Peter, geboren 1845 und damit 50 Jahre alt. Er war ein erfolgreicher Walfänger in skandinavischen Gewässern, setzte sich 1884 zur Ruhe und zog einige Jahre später nach Woodman's Lee. Schön. Mit LBRB kann man die Karten und einige Notizen, Beweise, Dokumente, Dialoge, Souvenirs und da ist noch ein Ausrufezeichen ganz links. Aufgaben. Untersuchen Sie den Mord an Peter Carey. Sehen Sie sich den Tatort im Woodman's Lee an. Suchen Sie einen Anzug aus Ihrem Kleiderschrank aus und treffen Sie dann Lestrade in Woodman's Lee. Okay, das tun wir mal. Also erstmal was anziehen. Okay. Was Mord untersuchen, das haben wir doch. Warum zeigst du mir das nochmal an, du? Okay, Störung ist ein bisschen arg gewöhnlich. Der zieht sofort nach links, also so übertrieben. Briefe untersuchen. Oh Gott. This is where I keep my post. This is where I keep my post. My post. Oh Gott, oh Gott. My archive. I can always consult with it if needed. My archive. I can always consult with it if needed. Ist halt ein bisschen schwammig, ne? Komm, komm. Mrs. Hudson. What a mess. What a terrible mess. Du bist genau mein alter Baby. Also nicht von mir, sondern von hier, ne? Von dem schönen Mr. Holmes. A map of London and the surrounding area. It could be useful. Ich könnte nützlich sein. You go along to Peter Carey's house. Mrs. Hudson and I will take care of the mess you've made here. Alles klar, das ist doch super. Wenn das meine Mutter damals auch gemacht hätte. It is useful for my work. Okay, wir gucken uns erstmal ein bisschen um. Hier, ein Teleskop. Ui. Mama Mia, da gib mir ja glatt einen ab. Darf ich nochmal gucken? Ah, oh, die steht immer noch da. Mama Sita, wo kommst denn du her? Oh, ja. Gib dem Papa, was er braucht. Schüttel dein Speck, schüttel dein Speck. Passiert da eigentlich noch was oder guckt man jetzt die einfach bloß die ganze Zeit an? Langweilig. Ich dachte, da kommt noch was irgendwie hier. Nackte Brüste oder was anderes. Jetzt ist mir kurzzeitig schlecht geworden, weil das doch ein bisschen ekelhaft ist. So, wir brauchen andere Klamotten. Das wären andere Klamotten, die will ich nicht anziehen. Okay. Schminktisch. Können wir uns
Ach, wir können uns hier ein bisschen umstylen. Aha. Aha. So, den style ich jetzt mal ein bisschen um. Ne, lassen wir das. So ein bisschen oldschool. Brille. Braucht der eine Brille? Nee, der braucht keine Brille. Aber kann man den Vollbart machen? Oh, extrem sexy. Baby. Nur so Pornobärtchen. Ja, natürlich. Und ja, jetzt kommen wir der Sache schon näher. Ich will einen Vollbart. Ah, ist kein Vollbart. Also einen richtigen vollen Vollbart. Oh ja, da sind wir schon. Oh, vielleicht gibt's noch was Besseres. Ah, nee. 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 Ja, da sind wir in den hässlichen Kinnladen da drauf. Das ist auch, oh ja, yeah, das ist extrem. Nicht so geil. Nee, wir nehmen die. Was war denn? Was die Nummer 8? Das war die Nummer 8, genau. Yeah, baby. Yes. Sie haben Schminkoptionen oder Kleidungsstücke ausgewählt, die im Moment nicht zur Verfügung stehen. Da wird Ihre Auswahl zurückgesetzt. Lösen Sie in diesem Fall, um weitere Verkleidungsmöglichkeiten freizuschalten. Alles klar, für was habe ich das dann ausgewählt? Und ich habe jetzt erst gerade gesehen, dass da irgendwo ein Schloss, glaube ich, war. Und das habe ich nicht kapiert. Herzlichen Glückwunsch, ihr dürft gerne mir applaudieren. Hat der. Wann hat denn der sich jetzt umgezogen? Das gefällt mir besser. Hier, so. Achso, geht schon weiter. Ich dachte, jetzt kommt irgend so eine Cutscene, aber. Es musste erst noch geladen werden. Gibt es irgendwas zum Entdecken? Anscheinend ja eher nicht so. Nee. Gut. Die Störung ist, wie schon gesagt, immer noch ziemlich schwammig. Und man bleibt halt wegen bei jeder Scheiße irgendwie hängen. Bei jeder Scheiße bleibt man hängen, habe ich gesagt. Okay. Mrs. Hudson. Mhm. Wo kommen wir da hin? So, Watsons Zimmer. Gucken wir mal, was der alte Sniffler alles gebunkert hat. Nix Weltbewegendes also. Hab ein bisschen mehr von dir erwartet, Bro. Aber okay. So, wo wollen wir hin? Nach Wuppmansley. Da gehen wir jetzt auch mal hin. Brauchen wir ein bisschen Story-Action. Will euch ja was zeigen. Notizbuch öffnen, sagt er. Für was? Oder ist das jetzt der Ladebildschirm? Also tatsächlich der Ladebildschirm, okay. Also hier kann man, wie schon erwähnt, alles begutachten. Es gibt noch Souvenirs. Echos und Charakterporträts. Aber da haben wir noch nichts gefunden. Kann man ein bisschen was finden? Okay, das ist schön. Geht schon weiter? Okay. Alles klar. Also. Story in die Fresse! Gib's mir! Mr. Holmes, I'm over here. Come on. Zulässt Rad nach Wuppmansley fahren abgeschlossen. Das stimmt wohl. Haben wir was Neues? Nee, okay, dann. Ja, wie? Also konzentrieren sich darauf, Details aufzuspüren, die andere Personen entgehen könnten. Okay. Boden am Steinweg. Okay. Kann ich es länger gedrückt halten oder geht mir da irgendwann die Konzentration flöten? Nö, nee, das bleibt anscheinend. Okay, gut. Okay. Herr Polizist, haben Sie irgendwas entdeckt? Nee, okay. Da gibt's auch nichts.
das war mir jetzt irgendwie klar, dass ich da nicht durch den Busch kann, aber hintenrum kann ich trotzdem, das ist gut. Denn da wollte ich auch hin. Aber da gibt es anscheinend nichts. Darf ich da rein? Nee. Ach, ich kann doch mit ihm reden. Hallo, Herr Polizist. Mr. Holmes? Hallo, Herr... Mr. Holmes? Mr. Holmes? Mr. Holmes? Das ist das Einzige, was du sagen kannst. Toll. Garten, Untersuchung. Garten was well maintained. Okay. Da haben wir was bekommen. Beweise. Ja, Fragen. Der Garten sieht sehr gepflegt aus. Hier muss ein fähiger Gärtner arbeiten. Ich entschuldige mich schon mal für meine Redeschwäche jetzt gerade. Ich habe heute ein bisschen länger gearbeitet, als ich eigentlich wollte und bin jetzt auch ziemlich müde und kaputschiger. Aber ich habe jetzt die letzte Zeit einfach gar nichts gemacht, also Video aufgenommen oder so, weil ich so unter Stress war, dass ich jetzt einfach mal wieder was machen wollte für Xbox Front und Co. Kann ich mit dir reden? Nee, okay. Aber wenn alles gut läuft, dann kommt am Samstag wieder ein neues Video. Denn ich hab Bock drauf. Aber mal gucken. Ich will noch nichts versprechen. Ich denke mal, wenn die Lupe grün ist, dann soll es heißen, wir haben da schon was untersucht. Ach, ich muss ja. Hier, genau. Gucken wir nochmal hier mit unserem Concentration. Gucken wir mal drüber. Aber anscheinend niente. Gehen wir mal rauf zu der werten Lady und zu dem werten Herr. Aber erst gucken wir nochmal. Finden wir was? Da ist nichts. Kann ich mit dir reden? Mr. Holmes. Du sagst genau das gleiche wie der Typ da unten. Das ist schon mal ziemlich... Sag ich mal nichts dazu. Gut ist es auf jeden Fall nicht. Ich wollte noch nicht mit denen reden, aber okay. Gut, dann reden wir jetzt mit ihnen. Inspector Lestrade, when will you remove my husband's body? It's sacrilegious to leave him here like this. As soon as we can, Mrs. Carey, I assure you. Allow me to introduce you to Mr. Sherlock Holmes. He's a detective. No doubt you've heard of him. I'll wait for you in front of the cabin, Mr. Holmes. My condolences, Mrs. Carey. Thank you, Mr. Holmes. So, anscheinend können wir jetzt die befragen. Wann wurde die Leiche gefunden? Gibt es einen Gärtner? Irgendetwas Ungewöhnliches. Fangen wir erstmal mit der Mitte an. Wann wurde die Leiche denn gefunden? Do you remember at what time you found your husband's body? In the morning, at around 7 o'clock. I noticed the cabin door was open. But I didn't go in to take a look, for I knew my husband would not have liked it. At around 10 o'clock, I dared to glance in through the door and... Oh dear. Okay. Hatte einen Besucher. Was your husband accustomed to receiving visitors? Oh no, I don't think so. I mean, he didn't really have many friends. He lived quite an isolated life here, after his retirement. So. Ich würde zuerst mal nach dem Gärtner fragen, weil es würde mich jetzt wahnsinnig interessieren. The garden is very large and well maintained. Do you employ someone to look after it? It is true. There is a lot of work, but my husband took care of it himself. Okay. Und gibt es irgendetwas Ungewöhnliches? Madam, can you tell me if you saw or heard anything unusual upon the night of the murder? At 2 o'clock in the morning, I heard a terrible scream. I thought nothing of it then. He would scream all the time when he was drunk. So, Abend des Mordes. Can you please tell me what occurred on the evening of the murder? Well, Peter got drunk in the evening. He was in such a terrible temper. Usually, whenever that happened, he'd stay all night drinking in his cabin before passing out. So, und anscheinend können wir da noch was machen. Ach so, wir können sie nochmal begutachten. Aha, aha, aha. Dann
können wir ein paar Merkmale finden, die eventuell gut sind. Wahrscheinlich das. Ach so, okay. Das muss mir einer sagen. Okay, da steht halt hier nichts, dass man A drücken muss, wenn der Rand nochmal blau leuchtet. Ach gut, ach gut, ach gut. Aber ich hab's ja schon verstanden. Mhm. Leichte Hängebrüste, das ist schon mal ziemlich nice. Da hat sie eine. Ein Rosenkranz, einen katholischen. Ach, da gibt. Ach, okay. Also, hier, da sind. Eine Haubenmeise drauf und Gartenhandschuhe. Okay. Interessiert uns die Schere, wird uns noch interessieren. Doch nicht? Echt? Ich dachte die Schere, okay. Und der Nistkasten. Charakteranalyse abgeschlossen. Es wird alles einfacher werden. You have indeed suffered a great loss, Mrs. Carey. Nevertheless, I believe it will be less of a burden for you soon. Yes. Life with Peter was never easy, but he was still my husband. He was different, wasn't he, when you first met him upon your return from Plymouth? Yes, Mr. Holmes. Oh my goodness, but how do you know about that? Wenn Sie den Beweis aus der Aussage des Gesprächs dann widerspricht, um die Ermittlungen fortzusetzen. Ich finde das mit dem gepflegten Garten, finde ich ein bisschen strange. Falsch! Scheiße! Wählen Sie die richtige Antwort aus. Ja, toll. You have indeed suffered a great loss, Mrs. Carey. Nevertheless, I believe it will be less of a burden for you soon. Yes. Life with Peter was never easy. But he was still my husband. He was different, wasn't he, when you first met him upon your return from Plymouth? Yes, Mr. Holmes. Oh my goodness, but how do you know about that? Kann er nur die Pilgerfahrt jetzt richtig sein, oder bin ich jetzt komplett bescheuert? Ja, okay. You undertook a pilgrimage to the cathedral of. Ah ja, logisch, Rosenkranz. Mein Gott. When you were young. That much is evident from the rosary in your hand. The shortest route for the pilgrim from England to Spain is from Plymouth. I believe that you met Peter Carey as a young sailor there, and you married him soon afterwards. It is indeed what happened, Mr. Holmes. How extraordinary. Thank you, madam. Okay, das war jetzt schon ein bisschen überkrass. Das hätte ich so jetzt nicht rauslesen können. Aber Respekt. Wenigstens hat man ein paar Chancen, okay. Beweise, Pilgerfahrt. Judith Carey führt aufgrund ihrer unglücklichen Ehe mit Peter kein angenehmes Leben. Sie ist eine hochreligiöse katholische Frau, die in jungen Jahren eine Pilgerreise auf den Jakobsweg unternommen hat. Okay, wir haben jetzt einen neuen Charakter, also ein Porträt von ihr. Genau, Judith stammt vom Lande, irgendwo aus der Nähe der alten Kiefernwälder von Inverness und Strathspey in Schottland, wo Haubenmeisen zu. Mein Gott, ich drück alles verschweimen. Findest, sie ist eine religiöse Frau und hat in jungen Jahren eine Pilgerreise auf den Jakobsweg zur Kathedrale von Santiago de Compostela unternommen. Genau. Sehr schön. Was sagst du dazu, lieber Polizist? Mr. Holmes, alles klar. Ich würde mir jetzt aber gerne noch mal ein bisschen umgucken. Mit meinem genialen Auge. Denn ich hab dich durchschaut. Mrs. Carey. Gibt es da was? Kann ich da rein? Natürlich kann ich da nicht rein. Boah, was sind das für hässliche Vögel?
Ja, in den Garten kann ich hier gehen. Boah, halt die Lampe fest, wenn es geht. Dankeschön. So, da gibt es aber nicht viel. Deswegen gehen wir mal zu dem netten Typen da vorne hin. Denn er wird uns jetzt ein bisschen vorantreiben. Wahrscheinlich dürfen wir jetzt in die Hütte rein. Peter Carey's body is inside the cabin. We took care not to touch anything. Also darf ich jetzt einfach so rein, oder was? Ich darf einfach so rein. Gut. Endlich. The door is locked. Wait just a moment, Mr. Holmes, and I'll open it. I locked it yesterday to ensure that no one should enter the cabin and tamper with the evidence. Ah, good thinking. Hello, hello, hello. What is it, Lestrade? It seems to me that someone has tried to force it, Mr. Holmes. Let me see. Muss jetzt da drauf gucken. Eine Tür untersuchen. Türschloss. Aha. Kratzer. Kratzer untersuchen. These scratches are fresh. Das dachte ich mir. Wie gestern erst zugesperrt? You're right. Someone tried to force open the door. I swear these scratches were not here yesterday. Now a mysterious visitor came here last night. Well, he's not the man for the job. This lock is not a difficult one. Perhaps he did not have the right tool. Könnte durchaus sein. Darf ich jetzt rein? Holy Mamoli. Das sieht ja fresh aus. Der tote Peter. Der tote Peter, alles klar. Ein bisschen strange ist das Spiel schon, muss ich ehrlich mal zugeben. Ah, okay, ich darf wieder was untersuchen. Tabakbeutel. Mhm. PC. Drehen Sie den Gegenstand in eine beliebige Richtung, um ihn sorgfältig zu untersuchen und dabei neue Details zu entdecken. Initialen. PC have been crudely burned. A sailor's work. Das ist korrekt. So, was gibt es denn noch zu entdecken? Der Verschluss. Tabak. This aroma is familiar, but to recognize it, I must construct my associations in one picture. Bitte was? Drehen und bewegen Sie die Elemente, um ein klares Bild über Assoziation zu entdecken. Ach so, jetzt, ich hab's verstanden. Noch ein bisschen, 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 noch ein bisschen. Nee, ich hab's doch nicht verstanden. Ach so, jetzt. Ja, genau so, oder? Ach so, ich... So. Jetzt. Yes. This is a coarse tobacco, quite strong and very popular among sailors. Und das hat mir jetzt was gebracht. Someone drank from this glass recently. Ah, das dachte ich mir auch. Gibt's da noch die Flasche? Rum, a sailor's drink. It seems that Captain Carey was enjoying a drink before he met his death. Das hat ja die Oma oben schon erzählt. Okay. Machen wir uns die Holztrümmer.
Ah, okay. Navigationsinstrument. Für dich vielleicht. Ach, ich habe vergessen, die Dinge auszustellen. Okay, das ist ja super. Peter Carys Stiefel. Peter Carys Boots. They look to be a size 8. Ja, dann lad mich halt nochmal 500 Mal ein. Harpoons for hunting whales. The ship's logs of the Sea Unicorn for the years 1878 to 1884. Peter Carey was her captain. War das? The ship's logs of the... Achso. Was Gegenstand von Interesse. Aha, okay. Regal. Pottwalzine. Of a sperm whale. Probably from one of Peter Carey's catches. Okay. So, dann würde ich mal sagen, wir untersuchen mal die Leiche. Oder auch doch nicht, denn wenn ihr das, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann ladet euch das Spiel einfach kostenlos runter bis zum 15.03. Danach kommt Lords of the Fallen für die Xbox One. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mal kommentieren würdet, ein Like da lasst, abonnieren. Alles wird mich wahnsinnig freuen. Und wir sehen uns bei dem nächsten Video. Bis dahin, einen wunderschönen Tag noch. Tschüssi.